Es werden aber auch hohe Figuren wie Weihnachtsmänner, Osterhasen und Besonderheiten wie eben der berühmte Cadolzburger Bleistift hergestellt. Ein begehrtes Mitbringsel für jeden, der einmal in Cadolzburg war. Jeder Cadolzburger Bleistift wird auf Fehler überprüft, bevor er in den Verkauf kommt. Mit Eiscreme hat alles angefangen. Nach dem Krieg zog Hans Riegelein, Konditormeister, mit einem Wagen durch die Dörfer. Doch immer wenn es gewitterte, gerann die Milch und das Eis verdarb. Oft ein Verlustgeschäft, also stieg er um. Auf Schokoladenhasen. Das Geschäft blühte. Bald schon kamen Nikoläuse und Weihnachtsmänner dazu. 1953 wurde eine Fabrik gebaut, die den Cadolzburgern viele Arbeitsplätze brachte. Heute geht die Schokolade aus Cadolzburg vom Fließband in die ganze Welt. Hans Riegelein selbst ist längst in Pension. Seine Söhne führen das Unternehmen weiter. Unterhalb der Burg liegt das Schützenhaus. Hans Riegelein ist Mitglied bei der königlich privilegierten Schützengesellschaft Cadolzburg, die 1452 gegründet worden ist. Der damalige Markgraf Albrecht Achilles gab 10 Gulden für das Schießen auf eine Distanz von 40 Metern als erstes Preisgeld. Eine prächtige Ausstellung historischer Schützenscheiben an der Wand zeugt von der jahrhundertealten Tradition des Vereins. Hans Riegelein beim Stammtisch. Zwar geht es hier auch um Geselligkeit und Informationsaustausch, doch steht im Mittelpunkt die sportliche Ambition. In den Festen, ne? Da hat er wieder Urlaub müssen. Nein. Wir waren so am Leben. Einmal in der Woche steht Riegelein deshalb mit seinen über 80 Jahren noch immer am Schießstand und trifft noch häufig ins Schwarze. Schließlich war er hier auch einmal der Schützenkönig. Die jahrhundertealte Tradition des Ortes und die historische Bedeutung der Burg versuchten sich auch die Nazis für ihre Propaganda zunutze zu machen. Sie richteten in der Cadolzburg eine Schule für Hitlerjungen ein. Bauer Martin Stiegler hatte schon zu dieser Zeit unterhalb der Burg seine Felder. Er sah, wie die SS-Leute versuchten, aus dem Gebäude heraus die anrückenden amerikanischen Verbände aufzuhalten. Das wurde der Burg zum Verhängnis. Die Amerikaner beantworteten das Feuer mit Raketenwerfern. Den 17. April 1945 wird Martin Stiegler daher nicht mehr vergessen. Und dann haben wir zum Boden ausgeschaut und dann haben wir gesehen, dass die Burg brennt. Das war dann ein riesiges Feuer schon vor der Nacht. Und beim Dorf sind wir dann am Aggernauser Stiegler, bis man sehen hat, kennt. Und da war dort ein Rauchpilz im ganzen Dorf. Und die nächste Nacht hat es immer nur brennt. Und die andere Nacht, dann ist es schwächer geworden. Und ob er glimmt oder ein bisschen brennt, soll es 8 Tage lang holen. Bis die dicken Eichenbalken, die wo da drinnen waren, verglimmt sind. Und dann, ja, dann war das für uns erledigt. Dann war halt die Ruine da. Jahrelang, jahrzehntelang. Und in die Ende 70, 80er Jahre hat man gehört, dass die Politik da sich einschaltet und die wollen die Burg wieder aufbauen. Und es ist tatsächlich so weit gekommen. Dann haben sie es gesichert unten ein wenig, weil die Felsen nicht mehr ganz exakt gehalten haben. Die haben sie noch zusammengespannt mit Eisen, Schrauben und so weiter. Und dann ist so weit gekommen, dass die Burg wieder von außen her aufgebaut worden ist. Die ist hergerichtet worden und das Dach ist wieder drauf gekommen und es schaut wieder gut aus. So schön wie früher, aber innen ist einfach nur nicht. Geht nicht mehr weiter, scheinbar wieder das Geld ausgegangen. Niemand kann ermessen, welche unschätzbaren Werte damals mit dem Bau vernichtet wurden. Gemälde und historische Bücher, die das Germanische Nationalmuseum hierher ausgelagert hatte und in Sicherheit wähnte. Wir haben ja gesehen, wie die Burg gebrannt hat, ne? Wie die so die, ja, ich sehe das halt nur so in meinen Gedanken, wie die Fachwerke
einzeln gebrannt haben. Das, wo man da von hinten sieht. Also das ist dermaßen, mir ist dann das Lied eingefallen, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Das gibt doch so ein Lied von der, irgendein Lied ist, wo es so heißt. Und das ist mir so in Gedanken und das kann ich bis heute nicht vergessen. Ich sehe das heute nur so richtig bildlich vor Augen, wie das damals gewesen ist. Auch der Hof von Annette Herz erlitt schwere Schäden durch den amerikanischen Beschuss. 6 Kühe und der Gaul ist uns praktisch tot gemacht worden. Da ist eine Granate rein und hat auf dem Band vorn, wo die Kühe gefressen haben, ist die Granate rein, ist da explodiert und hat die ganzen Kühe den Hals zugeschnitten. Schon bald nach dem Krieg gab es Menschen, die sich für den Wiederaufbau einsetzten. Einer von ihnen ist Günter Gabsteiger, der Besuchern die Burg gerne zeigt. Jahrelang hat er sich im Landtag zu ihrem Sprecher gemacht, Gelder bei der bayerischen Staatsregierung eingefordert. Jeden Fortschritt verfolgt er darum mit großem Interesse. Die Burg mit all ihren Geheimnissen hinter den dicken Mauern hat Günter Gabsteiger schon als kleiner Bub fasziniert. Das war natürlich immer der große Drang von uns, von den Burschen, dass wir in die Burg rein wollten, weil die Burg war ja verschlossen und es war ja verboten, reinzugehen. Und weil es eben verboten war, darum hat uns das natürlich besonders gereizt. Und wir waren ja nicht so erwachsen, dass wir uns an Verbote gehalten hätten, sondern wir wollten natürlich als Kinder Verbote umgehen und haben natürlich versucht, in die Burg reinzukommen. Es ist uns auch gelegentlich gelungen. Und wir dachten halt immer als Kinder, dass da sehr viele Schätze drin waren oder sind, weil die Eltern uns immer erzählt haben, was früher in der Burg alles war. Und wir haben das natürlich ganz anders gesehen und haben gedacht, da ist vielleicht immer noch eine ganze Menge drin. Dann haben wir mal, das Einzige war, was wir gefunden haben, war einmal Luftgewehrkugeln. Ansonsten war ja tatsächlich alles verbrannt. Und wenn wir dann als Kinder diese Ruine so gesehen haben, natürlich war es ein Traum, die wieder mal ganz zu sehen, aber wir konnten uns als Kinder nicht vorstellen, dass diese Burg jemals wieder im alten Glanze stehen könnte oder gar so, wie sie jetzt ausschaut, mal wieder aufgebaut werden könnte. Doch ehe mit dem Wiederaufbau begonnen werden konnte, mussten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Die bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser und Seen ließ die Burg Anfang der 80er Jahre abstützen und mit Beton und Zement aufgießen. Regenwasser war in den Sandsteinfelsen eingedrungen und hatte ihn porös gemacht. Darum wurden die alten Mauern mit einem Stahlkorsett versehen und mit Stahlseilen verankert, damit sie nicht einstürzten oder gar abrutschten. Jahrzehntelang waren Bauarbeiter, Handwerker und Architekten am Werk, um die abgebrannte Ruine historisch getreu wieder aufzubauen. Und auch abgebrochene Verzierungen und die in der Renaissance angebauten Frontgiebel zu retten. Viel wurde bis heute erreicht. Neue Sandsteinquader eingefügt, Mauern aufgebaut und mit Türen und Glasfenstern ergänzt. Auch wenn sie noch nicht ganz vollendet ist, so bietet das Innere der Burg inzwischen eine wunderbare Kulisse und eine hervorragende Akustik für festliche Konzerte. Auf jeden Fall. Ah, der muss stärker. Warte mal, wir können hier rüber. Ist der fest hier? Bühnenaufbau für den renommierten Winsbacher Knabenchor, der weltweit zu den besten Ensembles seiner Art zählt. Karl Friedrich Behringer, Chorleiter und Dirigent, legt selbst Hand an, wenn er mit den Chorknaben die Podeste aufbaut. Das finde ich nämlich gut, und zwar in der Höhe von Rot. In der Höhe von Rot.
Applaus und Vorfreude auf einen kulturellen Genuss. Die Motette Richte mich Gott von Mendelssohn Bartholdy, achtstimmig gesungen, steht auf dem Programm. Eines der noch seltenen kulturellen Ereignisse im wiedererstandenen Rahmen einer bedeutenden Kulisse. Doch hoffen die Kadolsburger, dass ihre Burg schon in wenigen Jahren zu einem der großen Veranstaltungsorte für außergewöhnliche Darbietungen in Bayern gehören wird. Kadolsburg und seine Vergangenheit. Im Heimatmuseum treffen sich die Frauen der Marktgemeinde, um historische Kleider, Hüte, Umhänge und Kutten zu nähen. Hut an Probe für einen Landsknecht. Zum guten Ton gehören die Haube beim Mann, das Kopftuch oder der Schleier bei der Frau. Samt, Leinen und Baumwolle werden zu Gewändern für Edelfräulein, Ritter und Gaukler. Stilgerecht mit alten Bauten verziert. Es sind Vorbereitungen für das Mittelalterfest, zu dem alle historisch gewandet gehen. Nach alten Bildern wird zugeschnitten, geheftet und genäht. Von Hand und mit der Nähmaschine. Die Kleider waren Ausdruck des jeweiligen gesellschaftlichen Standes. Je mehr Tuch, umso betuchter. Beim Mittelalterfest ist der ganze Ort auf den Beinen. Jeder Mann verkleidet. Als Stadtwachen, Mönche, Landsknechte, Pilger und Husaren, Marketenderinnen, Burgfräulein, Markgräfinnen und Ritter. Die Menschen von Kadolsburg sind stolz auf ihre Zollernburg. Jahrhundertelang war sie der politische und kulturelle Mittelpunkt ihres Lebens. Und das ist nicht vergessen. Dass der mächtige Bau eines Tages wieder ganz in vollem Glanz entsteht, für alle nutzbar, das hoffen viele hier. Denn Tradition gibt ein Gefühl der Geborgenheit, Sicherheit, Beständigkeit. Und das ist es, was viele Menschen heute suchen in einer Welt, in der alles fließt. Aber auch für alle anderen, die das Gefühl erleben wollen, wie es war, in der Vergangenheit zu leben, ist die Kadolsburg die Idealkulisse. Für eine Zeitreise auf Zeit. Für ein paar Stunden die eine andere Welt, die unserer Ahnen vor unserem geistigen Auge wieder erstehen zu lassen.